Hallo und willkommen in der Studiokabine auf der Harmony of the Seas. Dabei handelt es sich um eine Single- und Alleinreisenden-Kabine mit einem Fenster, also eine Außenkabine. Die Kabine ist deutlich kleiner, als es die Doppelkabinen sind. Dafür sind sie auch ein bisschen günstiger. Ich habe jetzt mal das Fenster zugezogen, sonst wird das mit dem Lichteinfall und der Kamera nichts hier. Wie ihr seht, das Bett ist ein normales Bett, wie ihr es auch in einer Doppelkabine findet. Darüber befinden sich Schränke, links davon auch. Die Schränke bieten massig viel Platz. Also ich habe gar nicht so viele Sachen dabei, um allein die zwei Schränke, glaube ich, da oben voll zu bekommen. Hier kann man dann noch ein paar Sachen reinhängen. Und an der Tür findet sich auch nochmal ein Schrank. Dort ist dann auch der Safe drin und unten die Minibar. Und hier in der Schublade ist auch der Föhn, falls ihr einen braucht. Ja, ansonsten hat die Kabine ein Fernseher, eine Sitzgelegenheit mit dem Spiegel. Wir haben zwei USB-Anschlüsse, wir haben einen europäischen Stecker. Und dann auch noch drei amerikanische Steckverbindungen. Ja, ansonsten haben wir noch ein tolles Kabinentelefon. Noch eine weitere Steckdose am Bett selbst. Ja, und natürlich ein Badezimmer. Das ist auch ein bisschen kleiner, als wir es aus den Doppelkabinen kennen, aber absolut ausreichend. Ja, viel mehr kann man hier über die Kabine gar nicht sagen, denn wie ihr selber seht, wenn wir hier jetzt sagen, wir machen eine Rundtour, geht das maximal damit, dass man sich im Kreise dreht. So. Und das war dann schon die Kabine. Ich ziehe gerne nochmal die Vorhänge auf, dass wir da ein bisschen rausschauen können. Zack. Wunderschön. Wir liegen im Hafen von Fort Lauderdale, Fort Everglades. Da ist jetzt nicht so viel Tolles zu sehen. Aber das ist jetzt die Außenkabine für Singles, die Studiokabine auf Deck 4.